Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr heute mit dabei seid zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ich drehe mich gerade mal rum. Heute gibt es den zweiten Teil vom Footwalk in Monheim am Rhein. Wetter war nicht ganz so prickelnd heute Nacht, hat die ganze Zeit geschüttet. Im Moment ist es trocken. Warten wir mal ab, wie es wird. Nach dem Intro gibt es mehr. Schön, dass ihr dran geblieben seid zu dieser neuen Folge auf meinem Kanal. Ingo hier. Ich begrüße euch erstmal, wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Hoffe, ihr habt gut geschlafen und heute geht's weiter hier in Monheim mit der zweiten Folge und zwar in der Altstadt. Ich bin hier am Schelmenturm, wo ich die letzte Folge auch aufgehört habe. Hinter mir ist auch der Schelm, ihr könnt ihn sehen. Eine Bronze-Statue, glaube ich, ist es. Ich glaube, ja. Und hinter mir ist der Schelmenturm. Ich schwenke da mal so hoch. Ihr könnt das vielleicht so sehen. So, ja, ich werde jetzt hinter mir durch dieses Tor gehen und erst mal gucken, was mich da erwartet. Das heißt, ich weiß, was mich erwartet. Auf der rechten Seite, wenn ich mich rumdrehe, ist ein kleines Restaurant. Geht eine kleine Gasse durch, nicht durch das Restaurant, aber diese Gasse werden wir gehen Richtung Altstadtkirche. Da gibt es ein ganz schönes Haus auf der rechten Seite. Backstein und so glaube ich ein Fachwerk ausgemauert und passend dazu Blauregen haben die an der Wand. Ich hoffe, der blüht noch. Wenn der noch blüht, sieht das ganz, ganz toll aus. Wenn nicht, mache ich trotzdem ein Foto und zeige es euch. So. Ja, ich werde jetzt mal gucken, wie ich das mache. Dieses Rot von dem Haus und dem Blauregen, das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Motiv. Ich gucke mal, dass ich so weit runter gehe, dass ich die unteren Fenster noch reinkriege und den Blauregen auf der rechten Seite habe. Noch ein bisschen mehr reinzoomen. Jetzt mache ich das Ganze nur mal mit der oberen Fensterreihe und dem Blauregen. Ich bin übrigens auf Blende 8, 1/100 ISO 400. Ich finde das eigentlich ganz schön. Das ist ein sehr, sehr schönes Haus und ein sehr, sehr schönes Motiv. Schöner natürlich noch, wenn der Blauregen blüht, aber man kann nicht alles haben. Wir wackeln jetzt weiter in diese Straße hier rein und gehen Richtung Altstadtkirche. Was ich auch nicht wusste, die Altstadtkirche ist ja schon relativ alt. 1800 irgendwas wurde die wohl aufgebaut. Und das Haus daneben, das jetzige Küsterhaus, das war damals die erste Schule in Monheim. Das hat mich schon gewundert. Ja, da war die Kirche sehr, sehr modern. So mit 24 mm komme ich ganz problemlos hin. 24 mm komme ich ganz problemlos hin. Und zwar werde ich das wirklich ziemlich symmetrisch aufbauen. Mit den Bäumen, das sieht schön aus. Werde das dann zusammenschneiden und zusammenpacken. Aufpassen, dass ich hier nicht umgefahren werde. Aber das geht schon. So, noch ein bisschen ranzoomen das Ganze. Ja, so ist noch schöner. Ich bin jetzt bei einem 1/200 Blende 7.1 und ISO 100 in der Matrixmessung. Gefällt mir das sehr, sehr gut. Das sind richtig schöne Ecken hier in Monheim. Und jetzt gehen wir weiter zum Kradepol. Das ist hier vorne dieser Brunnen, ehemals ein Teich. Hinter mir ist der Kradepol. Wie ich es gerade schon sagte, Kradepol ist Kölsch und Kröten. Teich heißt das eigentlich. So, den Teich gibt es nicht mehr, aber den Brunnen gibt es. Und der wurde auch vor ein paar Monaten noch mal ein wenig neu gemacht.
das Wasser funktioniert erst auf Knopfdruck. Da war gerade jemand so nett, hat mir den eingeschaltet, sonst hätte ich extra hingehen müssen. Finde ich natürlich so noch viel, viel schöner. Und den werde ich jetzt auch noch mal fotografieren. Ist sehr, sehr schön hier an diesem Platz. Ich drehe mich mal so ein bisschen hinter mir. Gibt es auch Feste, zum Beispiel 1. Mai wird hier gefeiert, unter anderem. Und da ist hier natürlich immer große Fete. So, ihr hört es, der Brunnen hat jetzt aufgehört. Jetzt muss ich wieder auf den Knopf drücken, dass er weitergeht. So, dann machen wir den Brunnen mal an. Drücken wir auf den Knopf. Jetzt läuft er perfekt. Und jetzt gucke ich mal, wie ich das Ganze hier vielleicht in diese Richtung so ein bisschen fotografiere, weil da ist es mehr grün, dass ich hier das Wasser mit drauf kriege und die Kröten. So, die eine Kröte setze ich mir hier in den Vordergrund. Allerdings bei Blende 4 ist die unscharf, aber man sieht, dass das Wasser spuckt und man sieht, wo das Wasser herkommt. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Jetzt gucke ich noch mal, wenn ich das so mache. Welche nehme ich denn? Ich muss erst mal wieder einschalten. Moment. Ich glaube, ich werde den hier nehmen, weil dann habe ich da im Hintergrund ein bisschen was Grünes. Es ist nicht alles grün, aber ein bisschen was Grünes. So. Und zwar habe ich das jetzt so gemacht, dass die Kröte scharf ist und der Wasserstrahl ins Unscharfe läuft. Ich setze das Ganze jetzt hier nochmal auf. Nee, das sieht nicht so gut aus. Ich glaube, das war es auch schon. Den Brunnen in der Summe zu fotografieren, halte ich nicht unbedingt für so schön. Deshalb lasse ich das und gehe jetzt weiter zurück in die Poetengasse. In der Poetengasse, ich muss mein Stativ hier mal ein bisschen zusammen machen. So, in der Poetengasse gibt es nämlich auch ein paar schöne Häuser. Und die möchte ich natürlich auch noch fotografieren. Monheim hat eigentlich eine ganze Menge zu bieten. Ist ein ganz kleines Städtchen. Wir haben hier nur 40.000 Einwohner. Aber hier ist echt viel los. Ich habe von den Kunstwerken schon gesprochen, die wir haben. Da haben wir wirklich einige von. Unter Umständen werde ich hier auch einige in meinen Fotowalk mit einbeziehen. Das weiß ich aber noch nicht. Gucken wir mal. Jetzt geht es erstmal in die Poetengasse. Das ist diese hier vorne. Da gehen wir jetzt rein. Übrigens, das Wegkreuz, was ihr hier seht, das ist deutlich älter als das Haus. Aber die das Haus gebaut haben, haben gesagt, nein, das bleibt bestehen. Und haben diese Ecke extra für das Wegkreuz ausgenommen. Finde ich sehr, sehr schön, gefällt mir gut. Wir gehen jetzt hier rein in die Poetengasse. Schöne kleine Gasse, die ist jetzt Richtung Rhein ausgerichtet. Und auf der rechten Seite gibt es gleich ein schönes Haus. Da gucken wir mal, wie wir das fotografieren. So, ihr könnt schon sehen, hinter mir ist das Haus. Das ist die alte Vikarie. War vor 1800 von einem privaten Lehrer. Erst irgendwann, viel, viel später, gab es vom Staat Lehrer. Und wie gesagt, das war hier privat. Und dieses Haus, ich finde das Haus eigentlich ganz schön. Ich schwenke da mal so ein bisschen in die Richtung, dass man da ein bisschen mehr sieht. Ich finde es eigentlich ganz schön. Ich wollte es mal fotografieren. Mal gucken, wie ich das mache. Ich blende euch die Bilder dann ein. Weil jetzt wieder zu zeigen, wie ich das mache, macht, glaube ich, keinen Sinn. Auf dem Foto macht das Ding wenig her. Ihr werdet das sehen oder ihr habt schon gesehen. Mal gucken, wann ich es einblende. Aber okay, der Eingang ist schön. Ich finde das Haus trotzdem schön, auch wenn es auf dem Foto wenig hermacht. Mir fehlt ein bisschen was an Vordergrund. Den haben wir einfach nicht.
So, was nicht da ist, kann ich auch nicht machen. Oder ich mache es nicht, sagen wir es mal so. Aber ist trotzdem sehr, sehr schönes Haus. Ja, jetzt geht's weiter. Hier vorne in eine ebenso kleine Gasse wieder rein. Und ich hole euch jetzt mal ran, dass ich das drehen kann. Jawohl, so, jetzt könnt ihr das wieder sehen. Wir gehen hier vorne jetzt links rein und bewegen uns dann wieder Richtung Altstadt. Ihr seht, es wird überall gebaut und getan und gemacht. So. So, auch hier die Altstadt ist jetzt autofrei. Oh, hier wird, glaube ich, gebaut. Man hört es schon wieder. Ja, ihr seht diese versenkbaren Poller. Wie ich gerade sagte, die Altstadt ist autofrei. Und gerade am Wochenende ist das schön, wenn man hier ist. Weil es gibt da eine ganze Menge, drehen wir früher rum, da gibt es eine ganze Menge Geschäfte, Eisdielen, Biergärten und solche Sachen, wo man sich hinsetzen kann. Und das ist natürlich viel, viel schöner, wenn keine Autos fahren. Ja, ich gehe jetzt hier mal weiter und guck mal, was ich als nächstes fotografiere. Also hier ist jetzt ein Plätzchen, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich drehe mich mal, dann könnt ihr das sehen. Ganz da hinten ist der Schelmenturm. Und wenn ich mich jetzt weiter drehe, hinter mir ist ein Platz, verschiedene alte Häuser. Sehr, sehr schön hier. Gastronomie haben wir. Und jetzt kommt sogar, und dafür drehe ich euch mal ganz schnell um, unser wunderbares Elektromobil, das heißt autonomes Fahren. Das ist ein kleiner Bus, der fährt vollkommen elektrisch und autonom. Sitzt nur noch einer drin, der guckt, dass er keinen umfährt, dass er im Notfall bremsen kann. Ganz kleines Ding, haben, glaube, 8 Leute haben drin Platz. Ich finde es wirklich schön. Ich schwenke direkt mal mit. Jawohl. So, der fährt hier nur in der Altstadt vor und zurück. Das Ding ist wirklich klasse. Ja, ich habe gerade von diesem Platz hinter mir gesprochen. Ich muss jetzt wieder drehen. So. Von dem Platz hinter mir gesprochen. Da werde ich jetzt mal gucken, was ich hier genau fotografiere. Hier gibt es verschiedene Sachen, die eigentlich schön sind. Eigentlich ist das hier auch sehr, sehr ruhig. Mit der Baustelle natürlich jetzt nicht, aber gut, das ist so, das ist auch nicht weiter schlimm. Gut, also wie gesagt, ich mache jetzt hier ein paar Fotos und blende euch die dann ein. Ich habe hier schon ein paar Fotos gemacht. Sehr schöne Ecke hier, hier gibt es eine Menge zu sehen. Und hinter mir diese Gasse, ihr könnt die jetzt bestimmt auch sehen, die werde ich jetzt auch mal fotografieren. Ich vermute mal, ich werde das wieder machen bodentief, weil das schöne Kopfsteinpflaster hier ist. Und damit kommt das Kopfsteinpflaster und die Gasse noch ein bisschen weiter raus. Dahinter ist dann die Gerionskirche und da gehen wir auch mal vorbei. Da habe ich auch mal ein Video gemacht, wie ich die fotografiert habe in verschiedenen Methoden. Weitwinkel, Panorama, Stitching und alles Mögliche. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt hier mal ein paar bodentiefe Aufnahmen und gucke mal, wie das dann auch in der Kamera aussieht. So, ich bin jetzt hier und ärgere mich, da stehen so ein paar Tische, die stehen genau im Weg. Aber gut, vielleicht kann ich die ausblenden. Wie gesagt, ich gehe jetzt bodentief. Ich gehe jetzt bodentief, richtig tief runter. Habe ich gepennt, war die Kirche nicht drauf, muss ich noch mal machen. So, ist besser, wenn ich das so mache. Ja, sicher. So, jetzt sehe ich nämlich auch die Kirche. Das war der Nachteil. Ich hatte gerade so viele Punkte im Display. Punkte im Sinne von Informationen, dass ich nicht das ganze Bild gesehen habe. Und das ist natürlich ärgerlich. Das ist natürlich wirklich ärgerlich,
weil das ist eigentlich das Wichtige daran, dass man auch auf dem Display das ganze Bild sieht. Da ist so ein Klappdisplay jetzt schon sehr, sehr angenehm, wenn man das hat. So, jetzt müsste ich es haben. Ja, so gefällt es mir gut. Ah, Mann, man wird alt. So, nehme ich das Ding hoch und jetzt gehen wir mal Richtung. Und jetzt gehen wir mal Richtung Gerionskirche. Die, wie gesagt, hatte ich schon fotografiert. Irgendwann mal mache ich jetzt von der anderen Seite. Sieht da nämlich ein bisschen schöner aus. Auch hier gibt es schöne Ecken. Ich drehe mal rum. Hier der Platz ist halt jetzt ein Bauzaun, aber okay. Und hier, das ist dieser Innenhof. Auch sehr, sehr schön. Und jetzt gehen wir weiter zu einem Denkmal vom Pfarrer Franz Böhm. Ist auch eine Bronzestatue. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Ganze ist ziemlich deprimierend. Franz Böhm ist verhaftet worden bei seiner Osterpredigt an der in S-Propagandafilm, hatte sich wohl ja ein bisschen aufgeregt, was so richtig ist, hat auch mehrere Juden gerettet und wurde dann im KZ letztendlich hingerichtet in Dachau von 64 Jahren, im Alter von 64 Jahren. Und der hat hier seine Stätte gehabt, wo er gepredigt hat. Das war seine Gemeinde. Und ich lege meine Kamera mal gerade hin und zeige das jetzt mal hier mit der Kamera richtig. Das ist diese Statue von Pfarrer Franz Böhm. Und da gibt es diese Glasplatten hinter. Ich finde das Ganze sehr, sehr beeindruckend. Ist fast noch beeindruckender, wenn man ein Stück zurückgeht, damit man das Ganze wirklich mal komplett sieht, in der wahren Größe. Da vorne liegt meine Kamera jetzt, aber das spielt keine Rolle. Ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und hier werde ich jetzt auch noch mal von dem Pfarrer Franz Böhm Fotos machen. Nicht von der Kirche, die habe ich schon ein paar Mal, wollte ich jetzt nicht, aber den Pfarrer Franz Böhm, den werde ich jetzt noch ein paar Mal fotografieren. So, ich werde jetzt einmal hier diesen Franz Böhm von recht nah fotografieren in Blende 4. Also ich mache es ganz auf. Ich habe nun einen Vierer mit. Dann wird die Wand dahinter unscharf. Das macht das Ganze noch ein bisschen dramatischer. Vielleicht werde ich das sogar in Schwarz-Weiß entwickeln. Muss ich mal gucken. Ich mache es auch mal hochkant. Auch das hat was, weil man unten Franz Böhm sieht. Ganz frontal, ganz nah. Aus der Entfernung habe ich das Ganze schon gemacht, wo jetzt die Kamera auch steht, und habe es als ganze Aufnahme gemacht. Ich finde das hier sehr beeindruckend und auch ein bisschen deprimierend, das Ganze. Aber das soll es ja auch sein. Es soll ja zum Nachdenken anregen und ja, nicht einfach dran vorbeigehen und sagen, ja, es war ein Pfarrer in Monheim. Nein, er hat wirklich eine Menge gemacht für die Menschheit und musste dann leider sterben. Oder wurde ermordet von unserem NS-Regime. Schade eigentlich, traurig. Es hat sehr viele Leute erwischt, leider auch ihn. Wir gehen jetzt weiter nach Monheim wieder zurück, Richtung Pfannenhof. Und
Mal gucken, wo ich überhaupt bin. So, da bin ich. So Richtung Pfannenhof, wo wir hergekommen sind. Und da mache ich noch 2-3 Aufnahmen vom Schelmenturm. Und da war es das auch für heute. Aber da gehen wir jetzt erstmal hin. Das war der Fotowalk in Monheim. Ich habe den Schelmenturm fotografiert, die Bilder habt ihr schon drin. Auch da war ich wieder bodentief, weil ich das mit dem Pflaster eigentlich ganz schön finde. Außerdem gibt es ein bisschen Vordergrund. Das macht das Ganze etwas spannender und interessanter und nicht ganz so langweilig. Ja, außerdem hatte ich den Wein an der Seite mit drin. Ich glaube, in der Summe sind das ganz schöne Fotos geworden. Ich blende euch die Fotos jetzt alle nochmal ein und dann könnt ihr da nochmal gucken. Ich muss mal gucken, dass ich hier nicht umgefahren werde, auch wenn wenig Verkehr ist. Man muss immer ein bisschen gucken. Das war also Teil 2, Fotowalk in Monheim. Ja, so schnell geht das, dass man durch Monheim läuft. Und jetzt kommt irgendwann Teil 3. Teil 3 wird sein... Ich glaube, da mache ich noch einen vierten Teil in der Summe. Also erstmal Teil 3 mache ich mal alles, was grün ist im Monheim. Wir haben hier also schöne Parkanlagen. Die Rheinauen sind direkt hier. Das werde ich fotografieren. Da bin ich eh öfter am Rhein. Aber auch so die Rheinauen noch mal fotografieren. Das kommt im Teil 3. Und Teil 4 wird dann Industrie. Ganz anders, das Industriegebiet ist auch neu gemacht, aber auch schön. Wie gesagt, das war jetzt, muss mal meine Kamera wieder einschalten, dass ich mich sehe. Das war Teil 2, Monheim. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, das würde mich unheimlich freuen. Wenn es euch noch besser gefallen hat und ihr gebt mir ein Abo, dann ehrt mich das natürlich ungemein. Und freut mich. Ja, wenn ihr noch mal Ideen habt, was ihr sehen wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Könnt ihr unten was reinschreiben, was ihr davon haltet. Ich möchte nur noch mal als Disclaimer bringen, mir ging es teilweise nicht unbedingt um die schönen Fotos, sondern mir ging es teilweise auch einfach nur zu zeigen, was ist Monheim. Also die Motive sind nicht immer so, dass ich sage, wow, super toll. Nur damit ihr das noch mal wisst und nicht sagt, mein Gott, sind das teilweise langweilige Fotos. Ja, es ist so. Teilweise sind sie langweilig. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche Mittwoch wieder dabei wärt zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Wie immer mittwochs um 7. Jetzt geht erstmal raus, nehmt die Kamera, fotografiert, macht ein bisschen was, guckt euch die Bilder an, genießt es und wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Bis dahin, euer Ingo.